Ich starte hier am Winkmannshof am Margaretenplatz und schlendere noch ein wenig durch die Gassen der Altstadt von Linn und entdecke immer wieder nette Ecken. Es ist Ostersonntag, noch ist alles ruhig, aber gegen Mittag wird es in den Restaurants und Cafés rund um die Burg voll werden. Der Weg führt dann auch schnell aus dem Örtchen heraus und durch einen grünen Gürtel mit schönen Einblicken in die herrliche Landschaft. Der Trampelpfad geht in einen asphaltierten Weg über und dann auf einem geschotterten Weg am Latumer Bruch vorbei. Laut Wikipedia, einem Naturschutzgebiet, erdgeschichtlich und landeskundlich von Interesse, vom Pilgerweg aus ist davon aber nichts zu sehen. Dafür aber große landwirtschaftlich genutzte Flächen. Die Markierungen auf dieser Etappe sind, bis auf Ausnahmen in Meerbusch-Strümp und Neuss, wirklich gut gemacht. Wie dieser gelbe Pfeil rechts oben an dem Hinweisschild. Vielen Dank an diejenigen, die sich da Gedanken gemacht haben. Der Schotterweg bringt den Pilger bald nach Ossum mit der Kapelle St. Pankratius. Die Kapelle selbst konnte ich nicht ablichten, aber das Wegkreuz hinter dem Ort. Immer wieder kommt man an Feuchtbiotopen vorbei, die ihre Entstehung dem Rhein verdanken, genau wie der Latumer Bruch. Die Bank vorne rechts hinter den Schildern drängt sich als Platz für eine Pause nahezu auf. Und weiter geht es zum nächsten Ort, nach Krefeld-Strümp. Vorbei an Pilzgewächsen, die den Baumstumpf eines wohl ehemals riesigen Baumes erobert haben. Und wieder Hinterlassenschaften vom alten Vater Rhein. Hinter einem großen Rapsfeld kommt Schloss Pesch in Sicht, aber nur von der Seite. Ein Anwesen, um das sich jahrhundertelang die Adligen gestritten haben,
Heute ein Mietshaus für gut Betuchte. Sehr gut Betuchte. Mir wäre dieses Anwesen lieber. Dann war auch bald der Ortsteil Meerbusch-Strümp erreicht. Die Route führt im Zickzack-Kurs durch die Ortschaft und nach gut anderthalb Kilometern ist man auf der anderen Seite wieder heraus. Durch weite landwirtschaftlich genutzte Flächen kommt man dann an den Stadtrand der Ortschaft Büderich und erhält den Hinweis, dass es auch einen Weg durch den Ort gibt. Ich bin auf der Hauptroute geblieben und habe nach dieser schönen Allee die Niederdonker Kapelle Maria in der Not erreicht. Und ein kleines Stück weiter kommt man zum Gut Lückhof, Restaurant, Biergarten und Hotel. Dass die Besitzer den gleichen seltenen Nachnamen wie ich führen, habe ich später erst erfahren. Sonst hätte ich mich vielleicht als verlorenen Sohn oder sowas ähnliches ausgegeben. Um das Gut verläuft ein Kreuzweg. Statt Kreuze hat man hier diese kleinen weißen Schreine aufgebaut. Bis zum Stadtrand von Neuss bzw. Neuss-Vogelsang geht man noch durch eine nette Landschaft. In Vogelsang geht es durch nicht nennenswerte Bodensiedlungen hin zu einem kleinen grünen Flättchen um den See Jröne-Merke, weiter entlang dem Nordkanal und einer Eisenbahnlinie. Ich habe dann diesen Weg verlassen, um zum Hauptbahnhof Neuss zu gehen, um mit dem Zug zurückzufahren.